Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Big Reacts, Paul bei OM. Mit unserem Neuzugang heute Josef Baumann, auch Faven genannt. Und wir schauen uns das Game gegen FaZe an in der Blast Premier Spring Group Stage. Wir waren schon ziemlich weit im Turnier. Der Gewinner dieses Games hatte sich direkt für die Spring Finals qualifiziert. Leider haben wir verloren. Wieder unser Main Pick das 2 gepickt, leider verloren. Auf Overpass haben wir dann Gott sei Dank den Gegner überrollt mit einem easy 16-2, aber wurden dann noch lockerer geschlagen auf Nuke mit einem 16-1. Und wir schauen uns jetzt mal an, warum das alles so passiert ist. Brookie an der Schräge, wir machen gerade unseren A-Execute. Ja. Jetzt Full Blind Free Frag. Ich Full Blind. Full Blind Free, Free Frag. Geht hoch. Ich Free Frag. Gefällt mir, wie du das machst. Saison saved. Saison saved, ja. Ja. Easy Szene für ihn, guten Support bekommen. Ja. Hat, glaube ich, 4 Flashes in seinen Rücken bekommen in der Schräge. Wir waren alle Full Gold, konnten nichts machen. Und ja, einfach well played. Ah. Oh, Pistol. Flo macht hier 3, oder? Ja, müsste er eigentlich. Wie bin ich da eigentlich gestorben? Oh, Alter, jetzt habe ich live. Also, ich war in seiner Inhalt, der zweite Shot war so krank. Also, wir beide sind tot, schön. Ja. Ja. Junge, der Brookie ist da gesprungen nach dem Plant und Flo hat ihn. Der hat nicht mal auf ihn geguckt, so. Also, Brookie mit dem Rücken. Wir müssen jetzt gleich. Warte. Jetzt Brookie springt weg. Guck mal, er guckt nicht an, kriegt er schon. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe aber in seiner Inhalt. Ja. Okay, krass. Ja, krass. Risch ist so krass mit Pistols. Ja. Auch mit Rifle und besonders mit AWP. Es gibt eigentlich nichts, was der Typ nicht kann. Das ist echt so. Deswegen krass, dass er bei uns im Team ist. Sonst hätte ich Angst, gegen ihn zu spielen, auf jeden Fall. Hm. Das war die erste Runde, die die geholt haben gegen uns. Erste Gun Run, glaube ich. Ach, da hat er ein bisschen overpeakt jetzt, ne, Risch? Da geht es zu Barrels, will Kills machen. Wir haben 4 gegen 3. Was callen wir eigentlich in 4 gegen 3? VP. VP bedeutet, zeigt euch nicht, versucht safe zu spielen. Ja. Wenn ihr vorgeht, dann lasst euch wenigstens traden. Haben wir in dem Fall nicht gemacht. Das ist 1-on-3 Ultra. Ah, da war ein Fail-Call. Jemand hat kurz gecallt. Du, glaube ich, ne? Das kann durchaus sein, ja. Du hast kurz gecallt. Weil er geschossen hat. Ich mache öfter mal Fail-Calls. Ich mache sehr oft Fail-Calls tatsächlich. Das ist schon ein bisschen mein Trademark. Keiner vertraut auf meine Calls und besonders nicht auf meine Soundcalls. Ich weiß nicht, warum ich so schlechten Sound habe. Meine Settings sind so unglaublich schlecht. Okay, ja, krasse Szene von ihm. Aber feeden wir hier dick rein, oder was? Wie sieht's aus? Ja, gut, ich denke halt, er ist groß und will dann so moven, dann sehe ich ihn. Nee, sieht nicht weg. So aus, wie er es sagt, dass er gut ist. Doch, doch, doch. Ja, guck mal, da willst du noch hier gehen. Du guck, aber guck. Ah, nee, warte. Das ist ja noch gar nicht sehen. So. So, nee, noch nicht gecallt. Jetzt modde ich den, der war bekannt. So, und jetzt wurde der kurz gecallt. Guck, wie ich davon kurz da weggegangen bin. Es war safe call. Und dann habe ich ihn gesehen. Mm. Mm. Schlechte Calls vom Rische wahrscheinlich. Ach nein, das ist der Rausch aus dem Heaven gedroppt aus Versehen, ne? Das ist die Stimmt, Runde. Ja, er ist gedroppt aus Versehen. Und mal hier auch mal da. Ja, er ist Heaven und droppt. Ja, genau, er ist Heaven und Nils verlässt aus irgendeinem Grund seine Posi und sieht die switchen quasi die Posi. Genau, ja, stimmt. Kito geht jetzt Heaven hoch und Jarosch geht Heaven raus und droppt runter und ist quasi auf der gleichen Posi, wo Nils vorher war. Guckst du ja. Ja, okay, Klatsch nicht so gut ausgespielt, dürfte er nicht holen, das 1-on-3. Vielleicht trägt der Failcount auch was dazu bei, aber wir haben auf jeden Fall ein easy 1-on-2, was wir auch gewinnen können. Ja. Aber Robs war auch übertrieben krass im Game, oder? Ja. Kannst du mal kurz sagen, wer die Flasche gecallt hat? Wer die Runde gecallt hat? Josef? Du. Ich habe die Runde gecallt. Ich sage, hey, Leute, lass mal die Runde Shortpipe checkflashen, weil wir so schon öfter gepackt wurden. Kriegen hier locker ein paar Kills. Ah, weißt du, was ich da noch gesagt habe? Was? Die ist ja unkillable jetzt. Ach, stimmt. Du hast eine gute Runde gemacht. Ja, ich wollte eigentlich auf Ace gehen. Und dann bin ich hinten ins Arbeits und dann bin ich gemollert und so. Und wollte mich spammen. Der wollte mich unbedingt töten. Ich habe aber die ganze Zeit in die Wand geschossen. Okay, cool. Auch meine Szene gehabt. Geil. Was jetzt, Hater? Okay, wir haben Eco. Oh Mann. Ich wusste nicht, dass ihr abgesmoked seid. Und jetzt hält er halt scharf, ne? Und ich bin delayed gekommen. Ah, das Spiel ist auch echt gut. Ja, das ist gut gespielt. Wir haben keine Sonne gesehen auf dieser Map. Man sieht hier oben rechts ganz gut, die sind ja richtig lit. Richtig. Das Face-Symbol ist richtig am Brennen. Das hat sich auch genauso angefühlt, egal was man gecallt hat, egal was. In welches Duell man eingegangen hat. Aber auch schlechtes Spacing von uns, oder? Gehen wir mal zurück. Viele One-on-Ones, ne? Mhm. Muss mal gucken, wer hier wieder baitet.
hab da schon eine Ahnung. Aber ich sag's nicht. So, guck. Schlecht Spacing. Auch schlecht Spacing. Ich hab gebetet sogar. Ja, krasse Szene auf jeden Fall. Aber wir haben ihm quasi die Szene eigentlich geschenkt. So, so Patch Rush gecallt. Flo, ich Ultra Gold und wer hat uns geteamflasht? Nicht ich. Mm-mm. Guck mal, siehst du mich auch mal da? Erste fliegt, boom. Zweite fliegt, boom. Also Rische war nicht mehr blind. Also ich war nicht Ultra Gold. Du musst ja ein bisschen aufpassen, wenn ich flashe. Die kommen auch meistens nicht, da wisst ihr doch eh schon, dass ihr vielleicht blind werdet. Deswegen müsst ihr euch da ein bisschen besser verhalten. Nee, natürlich soll ich nicht die zweite Flash machen. Ich dachte, das machen wir so eigentlich. Ich glaube, ich hätte auch zweimal geflasht. Das ist auch zweimal geflasht. Nils hätte zweimal gefällt. Ja, das Mikroflash kommt. Wir haben gerade einen ziemlich frühen Schedule. Wir haben mit unserem Sportpsychologen einen guten Plan für uns rausgearbeitet, wie man früh aufstehen kann, Sport treiben kann, dann ein paar Naps zwischendurch, maximal 30 bis 90 Minuten. Oder 30 oder 90 oder Minuten. 90, ja. Und seitdem sind wir ziemlich früh fit. Dann war das Game wegen Delays, aber hat erst um 21.20 Uhr ungefähr gestartet. 21.10 Uhr ungefähr gestartet und ja, dadurch mussten wir bis ungefähr 12 Uhr spielen und wie man sieht, 16-14 die erste Map, das 2, die hätten wir wahrscheinlich gewinnen sollen. Ja, keine wir haben glaube ich keine Pistol gewonnen und gegen mindestens eine Eco verloren. Ja. Also ist das eigentlich unsere Map, also auch ein guter Map-Pick wieder von uns, haben wir sie wieder outplayed eigentlich. Die Overpass haben wir sie dann 16-2 auch ganz easy besiegt, auch zu, also wir waren selbst überrascht, denke ich mal, dass wir sie so hart geklatscht haben. Und dann leider die letzte Map, die wahrscheinlich nie hätte gespielt werden sollen, wenn wir das 2 anständig spielen, 16-1 kassiert. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und zu kommentieren und wir sehen uns schon bald wieder. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Chirurgen, die gamen, 32% weniger Fehler machen. Ich game nicht für mich, ich game für dich. Transcend Humanity with Omen.